Ja, herzlich willkommen, Etienne Amenido hier beim VfL Osnabrück. Etienne, du bist aktuell heute vor dem Trainingsstart der letzte Neuzugang beim VfL Osnabrück. Grundsätzlich, warum hast du dich für den VfL entschieden? Der VfL ist ein großartiger Club. Die Fans sind geil. Die haben ein absolut geiles Stadion. Und es ist, wie gesagt, auch ein Traditionsverein. Und ich weiß es auch zu schätzen, hier zu spielen. Und ich habe Bock drauf. Was sind denn deine Ziele für dieses Jahr? Für dich persönlich und auch mit der Mannschaft? Also ich denke, erstmal steht die Mannschaft im Vordergrund und ich glaube, dass wir den maximalen Erfolg rausholen wollen. Vor allem, letztes Jahr lief es jetzt nicht so, wie, denke ich mal, geplant beim Osnabrück, aber dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall angreifen und da den maximalen Erfolg rausholen. Und ja, das ist unser Ziel, denke ich mal. Wie würdest du dein Spiel bezeichnen? So, was sind deine Stärken auf dem Platz? Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall ein flinker Spieler bin, also dass ich auf jeden Fall über meine Schnelligkeit auch komme und über meine Torgefährlichkeit und dass ich das auch versuche, dann in die Mannschaft einzubringen und der Mannschaft damit weiterzuhelfen. Kennst du irgendwen schon aus der Mannschaft oder kommst du ganz frisch rein sozusagen? Nee, ich war ja jetzt die letzten 3 Monate, glaube ich, als Gastspieler schon dabei und habe dann schon die Leute sozusagen so ein bisschen kennengelernt. Die jetzt noch da sind, die kenne ich dann halt schon, aber es kommen ja viele neue dazu und da freue ich mich auch schon drauf. Dann wünschen wir viel Erfolg für das erste Training natürlich und dann auch für den weiteren Saisonstart. Etienne, vielen Dank. Dankeschön.